Hier in diesem vierten Teil betrachten wir einfach, was ist im Wege. Das heißt, wir haben im Zuge unserer Kartierungen genau geschaut, wo gibt es Bereiche, Ortschaftsbereiche mit Kellern, die unter Umständen nass werden können. Wie hoch darf maximal das Wasser steigen? Und dazu brauchen wir wirklich verlässliche Daten. Vor allem muss sichergestellt sein, dass das auch wirklich Belange sind, die überzeugend sind. Ja? Wenn Ortschaften an einem Fluss leben, dann müssen sie sich selbstverständlich diesem Fluss anpassen. Denn jede vernünftige Gemeinde und jede vernünftige Stadt ist angehalten, ihre Siedlungspolitik so zu organisieren, dass erstens keine Hochwassergefahren entstehen oder diese kontrolliert sind. Zweitens, dass der Fluss auch sein Gewässerbett so weit als möglich zur Verfügung hat. Denn die Fließgewässer haben ihre Aue nicht einfach so aus Zufall. Die Auen sind ja im Grunde ein Segen für die Landschaft, was die Neubildung von Grundwasser für Trinkwasserreserven in der Zukunft, aber was auch die Klimaregulation beispielsweise betrifft. Aber die Auen sind im Grunde der natürliche Rückhaltraum, sodass jeder, der auf der Kante siedelt, so wie die Ortschaften Lütschena und so weiter, die sitzen alle sehr schön auf einer Terrasse und gucken darunter in die Aue, sodass die Aue der natürliche Retentionsraum für alle Gemeinden ist. Wenn der soweit irgendwie überbaut wurde, wie das im Herzen von Leipzig der Fall ist, wo wir diese Taille haben, beim Palmengartenwehr und so weiter, naja, dann wissen wir, da muss das ganze Wasser durch, da müssen wir dafür Sorge tragen. Aber wir müssen auch dafür Sorge tragen, dass das, was da durchfließt, zum Beispiel auch Geschiebe mitnehmen kann. Wir werden noch sehen, dass es bestimmte Kriterien für Auenrevitalisierung gibt. Und da gehört das Geschiebe, also das, was ein Fluss bewegt, untrennbar dazu. Wenn wir die Bilanz dessen aufmachen, was im Wege ist und wo wir Freiräume haben, dann kann man sagen, sowohl in der Südaue mit Pausnitz etc., als auch in der Nordwestaue in sehr ausgedehntem Maße, haben wir große Räume, in denen sich Hochwasser auswirken können. Die Hotspots der Biodiversität, der Artenvielfalt, aber auch die Hotspots des naturnahen Tourismus, der naturnahen Erholung, die liegen in der Leipziger Südaue, in der Nordwestaue. Und dass wir die wiederbeleben, wie gesagt, da müssen wir immer nach oberhalb über die Betonelster weiter nach Süden gucken. Und dass wir die wiederbeleben, das ist unser Ziel. Entscheidend, wir haben riesige Verfügungsflächen. Leipzig ist in einer glücklichen Situation. Es hat nur ein Problem. Und das ist der Tränenkanal, der große. Darauf kommen wir im nächsten Film.